Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Papa. Gelobter Jesus Christus, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet bei Menschenfischen. Heute etwas über die wundertätige Medaille. Das ist dieses wunderbare Stück hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Da, genau. So. Die wundertätige Medaille. Genau. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal mitteilen, warum ist es wichtig, dass wir diese wundertätige, wunderbare Medaille tragen. Und die kurze Geschichte zu dieser wunderbaren Medaille, wie das entstanden ist, dass diese Medaille geprägt worden ist. Die Geschichte der wunderbaren Medaille. Am Abend des 17. November 1830 kniet Schwester Katharina Labouret in der Kapelle der Barmherzigen Schwestern in Paris. Da vernimmt sie das feine Rauschen eines Seidenkleides. Sie schaut auf und sieht die allerseligste Jungfrau Maria, bedeckt mit einem weiß schimmernden Schleier, der bis zu den Füßen reicht. Maria steht auf einer Halbkugel und zertritt eine Schlange. Von den Händen der Gottesmutter gehen leuchtende Strahlen aus. Maria spricht: Siehe, diese Strahlen sind das Sinnbild der Gnaden, die ich über jene ausgieße, die mich darum bitten. Dann bildet sich um die Erscheinung ein ovaler Rahmen, auf dem in Gold geschrieben steht: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und Schwester Katharina hört die Worte: Lass nach diesem Vorbild eine Medaille prägen. Alle, welche sie tragen, werden große Gnaden erlangen. Die Gnaden werden überreich sein für jene, die sie mit Vertrauen tragen. Dann wendet sich das Bild und Katharina sieht den Buchstaben M von einem Kreuz überragt, das auf einem Querbalken ruht, darunter das Herz Jesu von einer Dornenkrone umgeben und das Herz Mariens von einem Schwert durchbohrt. 12 Sterne umleuchten dieses Bild. Auf Empfehlung von Erzbischof de Quelen wird die Medaille 1832 erstmals geprägt. Es ereignen sich wunderbare Bekehrungen und Heilungen und schon bald nennt sie das Volk die wunderbare Medaille. Die auffallenden Bekehrungen und Heilungen tragen schnell zur Verbreitung der Medaille bei. Derweil lebt Schwester Katharina bis zu ihrem Tod am 31. Dezember 1876 verborgen im Kloster. Niemand weiß bis dahin, dass sie die Schwester mit der Erscheinung ist. 1947 wird sie heilig gesprochen. Ihr Leib ruht unversehrt in der Erscheinungskapelle in der Rue de Bac in Paris. Die Erscheinung der Mutter Gottes in der Rue de Bac ist kirchlich anerkannt. Tausende Pilger finden sich dort jährlich ein. Berichte von Menschen, die durch die wunderbare Medaille Gottes Hilfe und Trost erfahren haben, füllen ganze Bücher. Von unglaublichen Bekehrungen wird berichtet. Viele Menschen wurden von schweren Krankheiten geheilt und ihre Anliegen wurden erhört. Vielleicht wollen auch Sie eine Medaille tragen oder bei der Verbreitung der wunderbaren Medaille mithelfen. Geweihte Medaillen sind kostenlos, bei größerer Anzahl gegen freiwillige Unkostenspende erhältlich. Die Adresse ist folgende: Das werde ich euch aber auch in die Beschreibung hinzufügen. Liebe Leute, die wundertätige Medaille ist kein Amulett oder irgendein Glücksbringer, sondern die Mutter Gottes selbst hat gesagt, wer das trägt, der erhält besondere Gnaden und besonderen Schutz. Das heißt, nicht das Ding selbst hat eine Wirkung, diese Medaille, sondern dadurch, dass wir diese Medaille tragen und im Prinzip zur Ehre der Mutter Gottes, dass wir darauf vertrauen, dass sie unsere Helferin ist und unsere Mutter, unsere Beschützerin. Dadurch fließen die Gnaden an uns und haben besonderen Schutz. Das ist zumindest meine Interpretation dieser ganzen Sache.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Sendung schaut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe.